Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier zu einem weiteren Real-Life-Mod-Video mit mir, It's a Mysterious. Und gestern kam ja auch bereits ein Video und deswegen gibt's heute nur eine Neuigkeit, aber die hat's auch in sich, denn ich arbeite an einem neueren, detaillierten Spielermodell. Und das seht ihr hier gerade im Modeler. Und ja, wie ihr seht, kann man die Arme einknicken, die Beine kann man einknicken und es hat Brüste. Das ist jetzt zwar im Moment der Minecraft-Steve-Skin, da passen die Brüste nicht ganz, vielleicht ist das einfach nur eine sehr muskulöse Brust, aber natürlich, wenn man dann im Spiel anwählt, dass man eine Frau ist, dann wird man natürlich auch Brüste bekommen. Und ja, auf eine Frage in den Comments, ja, es wird auch eingefügt, dass man als Baby anfängt, also ganz klein und dann wächst, aber das kommt später noch dazu, wenn ich das ganze Survival-System richtig eingebaut habe. Also, so viel dazu, was haltet ihr von dem neuen Spielermodell? Beim nächsten Mal seht ihr dann auf jeden Fall auch bereits ein paar neue Animationen, die dadurch möglich sind. Zum Beispiel Schwertanimationen oder ähnliches. Also, da auf jeden Fall vorbeischauen, wenn ihr das wissen wollt, wie das aussieht. Und ansonsten war es das auch schon wieder für das heutige Real-Life-Mod-Video. Ich hoffe, es hat euch trotz der Kürze gefallen. Wenn ihr mehr zum Real-Life-Mod erfahren wollt und die neueste Version herunterladen wollt, dann findet ihr dazu die Links in der Beschreibung. Es gab ein paar Fragen in den Comments dazu, deswegen sage ich es jetzt nochmal. Und lasst natürlich einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr zum Real-Life-Mod wissen wollt. Ich sag für heute Tschüss. Wir sehen uns dann hoffentlich alle beim nächsten Video am Mittwoch wieder. Bis dahin, lasst die Welt heile und macht's gut!